First Lady. Jetzt ist er ihr Spitzenpartner, Henny Hennessy. Ist übrigens auch selbst hoch erfolgreiche Trainerin, konnte im vergangenen Jahr eine Mannschafts- und zwei Einzelmedaillen bei den Junioren-Europameisterschaften mit ihrer Schülerin mit nach Hause bringen. Also das muss ich schon sagen, doppelter Hut ab. Wir haben es gerade eingeblendet gesehen. Sie wird in diesem Jahr erst 23. Das ist schon eine extreme Erfolgsbilanz. Da darf er gerne noch etwas mehr Aktivität zeigen, sowohl in der Vor- als auch in der Hinterhand noch so ein bisschen deutlicher abfußen, die Passage noch etwas mehr ausleben, hätte ich jetzt fast gesagt. Da fehlt mir so ein klein wenig, glaube ich, die Biegung. Das ist immer ein bisschen gefährlich, das hier aus unserem Blickwinkel zu beurteilen, aber das sah mir doch so aus, als ob er etwas schöner sich hätte biegen können und diesen etwas verkorksten Einstieg in die Traversale. Das haben wir ganz oft, dass die Pferde da echt kurz irritiert sind und denken, sie sollen galoppieren. Guck mal, da macht er richtig, da ist er ja energisch dabei, aber vorne noch etwas energischer als hinten. Jetzt wäre es schön, wenn er hinten noch eine Schippe mit drauf legt, da noch deutlicher zum Tragen kommt und dann hätte sie praktisch automatisch zwei Fliegen mit einer Klappe, dass er, glaube ich, dadurch auch vorne in der Anlehnung noch stabiler, noch zufriedener werden würde. Na komm. Lass noch einmal mehr los, noch einmal mehr ausatmen, dass er noch schöner zum Schreiten kommt. Ein schneller Blick auf die Schabracke, das Zeichen der Deutschen Bank. Anna ist Mitglied in der Deutschen Bank Reitsportakademie. Vielleicht kennen Sie das Konzept. 10 Nachwuchsreiter, die von Monika Teodorescu ausgesucht werden. Jedes Jahr gibt es einen Jahrgang. Die werden sehr gezielt gefördert, werden auf bestimmte Turniere eingeladen. Und sie kriegen Mini-Mentis an die Hand, die sie selber ausbilden. Das ist schon eine sehr interessante Konstruktion, dieses Förderungskonzept, gar keine Frage. Er macht das mit der Passage sehr schön gleichmäßig, aber da muss er bitte noch eine Schippe drauflegen im Abfußen. Das wäre super. Guck mal, die Piaffe schon ganz gut an dem Platze orientiert. Auch hier darf er sicherlich noch etwas deutlicher zum Abfußen kommen. Ich weiß, das ist immer so einfach gesagt und so schwer getan. Ja, das ist schwer. Ne, angaloppieren. Jo, lernen wir schon in der, keine Ahnung, dritten, vierten, fünften Reitstunde. Aber das ist ja was ganz anderes hier. Aus der Passage im Moment bei X ohne irgendeine Anlehnung. Aus dem Moment der Zweitaktschwebe in den Dreitakt. Das ist wirklich eine ganz koordinativ kitzlige Angelegenheit. Na, 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 komm. Das sieht von uns aus doch so ein bisschen aus, als ob er gerne mit der Nase etwas weiter vor
Aber da sind wir wieder mit der Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ne? In dem Moment, in dem sie es schafft, hier, guck, an der kurzen Seite schafft sie es, da holt sie in sich hinten noch so ein Stück mehr drunter und zack, kriegt sie auch die Nase wieder weiter vor. Das ist ja immer alles hängt miteinander zusammen. Jawohl. Ne? Auch jetzt wieder, genau. Während der Wechseltour ist er ihr da vorne so ein bisschen tiefer geworden. Und in der Wechseltour kann sie da gar nicht ganz viel machen. Da riskiert sie natürlich einen Fehler. Aber das macht sie genau richtig. Nach der Wechseltour, zack, sofort wieder aufs Hinterbein. Ich meine, diese Einerwechsel waren sogar noch stabiler, noch schöner ins Bergauf als die Zweier. Und vor allen Dingen beide Wechseltouren schön sicher durchgesprungen. Oh, 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 da ist er aber mutig. Huiuiui. Hui. Das reizt aber gut aus hier. Bis zum Ende. Das macht man auch nur, wenn man sich gut kennt. Die zwei kennen sich gut. Jawohl. Sehr schön, dass wir das von vorne so sehen durften, wie schnurgerade uns Henny Hennessy hier diese Wechsel gezeigt hat. Gar kein Schwanken. Ja, die darf gern so ein bisschen aktiver vielleicht noch durchgesprungen sein. Also ich muss sagen, mein Highlight heute bisher auf jeden Fall die Serienwechsel, speziell die Einerwechsel. Ja, 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 guck mal, da fängt er doch hinten schön noch an abzufußen, mehr als vorhin. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt hat es aber so ein bisschen viel vorwärts. Hallo, oh, das war so ein bisschen sehr verwischt, da wusste man nicht so ganz genau, bis wohin geht jetzt die Piaffe, bis wohin geht die Passage. Da hat sie ihn zu wenig auf den Fleck gekriegt. Und da ist sie, im Ziel sozusagen. Christina Erbelin und Henny Hennessy hier bei uns im Grand Prix Spezial der E-Tour beim CHI Aachen 2019. Das sage ich so bewusst, weil das muss man sich schon mal bewusst machen. Die hier einladen, das sind alles besondere Paare. Alleine hier im Film ist einfach schon sie trainiert bei Heiner Schirgen schon seit vielen Jahren. Das ist ein Team, das passt. Und das offizielle Ergebnis. Bei ihm 66,4. Ganz klar, sie hat in der Galopp.